Stopp SUDEP. Gibt es Worte, wenn ein Kind stirbt? Sie haben wahrscheinlich auch schon an etlichen Kindergräbern gestanden und Worte finden müssen. Nicht so viele, also schon, aber zum Glück nicht so viele. Wenn ich jetzt, wo Sie fragen, mal überlege, wie das Kollegen vor Jahrhunderten getan haben, wo das sozusagen eine Haupt- und Dauerbeschäftigung war, ist es bei uns ja zum Glück zu einer großen Ausnahme geworden. Umso schwerer ist sie dann. Ich weiß nicht, ob das blöd ist zu fragen, aber was wären passende Worte? Meine erste Beerdigung als junger Pastor war ein junger russendeutscher Spätaussiedlerjunge, der trunken ist. Und ich immer gehofft hatte, oh, hoffentlich ist das, hat er so was gehört in der Nachbarschaft. Ich hatte innerlich noch gehofft, das ist ein anderer Zirkel, die fragen einen anderen Pastor. Dass diesen Kelch an mir vorübergehen? Ja, Angst hatte ich. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß, und das war auch nicht wichtig, ich weiß, dass ich die Großmutter, die russendeutsche Großmutter, beruhigen musste, weil sie die Angst hatte, dass der Junge, weil er nicht getauft war, in Russland groß geworden, jetzt irgendwie in die Hölle kommt. Am Sonntag dann nach einer Beerdigung gedenkt man im Fürbittengebet, im Gottesdienst immer der Verstorbenen der Woche. Da habe ich dann, was ich sonst nicht mache, dann für ihn die Osterkerze angezündet. Eine große Kerze. Und das war das eigentlich, was ich auch dann für mich gemacht habe. Stopp SUDEP. Eine Initiative der Oskar-Killinger-Stiftung.